mit WLAN arbeitet. Das wird bei mir auch. Papa, wer guck mal, der Wutzwerg ist auch da. Und bei uns jault die Katze vor der Tür. Guck mal, den Helm habe ich dir vorhin da gelassen. Den Helm habe ich dir da gelassen. Ein Archäologenhut. Komm rein, Kater, komm. Du, bei uns, pass mal auf, ich will wetten, das Internetstudio, weil Tranko redet nicht mehr mit. Nee, nee, ich bin da. Ach so, jetzt habe ich Angst gehabt. Letztens ist nämlich auch, also... Währenddessen Fortnite will mich konzentrieren. Ach so, weil bei mir ist letztens das Internet einfach abgespackt, mitten im Stream. Bei mir. Komm her, ich komme. Du hast dich also wacker gehalten die ganze Zeit, oder? Ja. Wo bist du denn? Ich stehe... Genau, stehst ja hier. So, jetzt haben wir. Ich habe eh eine Puppe. Ich habe eh eine Puppe. Wollen wir die Puppe hochziehen? Ich hab auch eine. Dann machen wir folgendes. Ich gehe jetzt hier oben hin. Pass mal auf. Ich rufe jetzt gleich hier die Lava, die Fleischwand. Das heißt, wir gehen jetzt noch nach da drüben, bauen hier noch durch, dieses Stück rüber. Du könntest mal rechts die Asche abbauen, die hier rechts auf der Höhe ist. Okay, mache ich. Ne, das siehst du ja, damit wir durchlaufen können. Oh. Und das sind wir toll. Ich kann euch theoretisch in Terraria helfen, aber ich habe so eine PS Plus Karte 14 Tage kostenlos bekommen. Ja. Ich kann es noch aktivieren. Oh. Ach so, also PS Plus, wie gesagt, ich kann dir nur sagen, ich würde PS Plus tatsächlich generell abschließen. Also ich persönlich habe das ja auch und ich finde es klasse. Also 7 Euro. Ich zahle ja, was auch, warte, ich zahle 7,99 Euro pro Monat, weil ich tatsächlich das nicht ganz jährlich bezahle. Was ist denn das? Soll ich sagen, ich würde es gerne auch aktivieren, aber soll ich sagen, natürlich habe ich doch kein Bankkonto. Nee, das stimmt, da müsstet ihr das, und, aber du kannst es aber mit einer, gibt's da nicht so eine Karte dafür? So eine, PSN-Karte oder wie heißt die, diese Karte, mit der man einfach alles bezahlen kann? Wo man hier so 50 Euro Guthaben kriegt und es einfach für alles... Wenn man PS Plus aktivieren möchte, muss man seine Bankdaten irgendwie eingeben. Ach so, stimmt. Ein Code vor mir, also ein Plus-Code. Ja. Und wenn ich es aktiviere, steht da PayPal oder sowas hinzufügen. Stimmt. Und da kannst du keine... Ich kann euch auch helfen in Terraria, weil ich habe komplett heilige Rüstung. Ja, nee, das wollen wir ja nicht. Wir hatten ja gesagt, wir spielen hier alle low ausgerüstet, damit das auch wirklich schwer ist und Spaß macht. So, pass auf, jetzt opfere ich unseren Heini. Achtung, soll ich es machen? Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Also, Fischkopf, du hast nichts verpasst, denn wir fangen jetzt gerade erst an. Wir werden jetzt, ich nehme jetzt meine Wudepuppe zur Hand. Ich nehme Heiltränke, habe ich dahin. 3 Stück habe ich. Ich habe 19 Stück. Das ist gut. Viel mehr werden wir nicht brauchen, weil die 3 kann ich eh nicht ziehen. Das wird schief gehen. Ist er weg jetzt? Ist er. Oh, was ist denn da oben gewesen? Nicht. Gut, nur Dschungel. Achtung, geht los. Ich gehe jetzt ganz nach links. Ich hoffe, die schiebt uns auch nicht nach rechts, nicht nach links. Oh. Ich kann nicht, weil es nicht Nacht ist. Oder warum? Du musst sie anders opfern. Du musst sie doch im Inventar opfern. Im Inventar musst du das machen. Muss ich es im Inventar machen? Du musst doch im Inventar X und 4X. Na, ich schmeiß dir jetzt eine Lava, pass auf. Übrigens, Quitch, hast du mitbekommen, dass es jetzt Arc für iPhone-Nutzer kostenlos ist, also auf dem Handy? Habe ich mitgekriegt, ja, der Cloud hat sogar ein Video dazu gemacht letztens. Tatsächlich. Das ist wirklich krass. Arc gibt es auch für iPhone. Ja, und Arc wird es auch bald für Android geben. Übrigens habe ich gesehen, auch nicht nur, dass es Arc für Android gibt, sondern es wird auch, es gibt auch hier Fortnite bald für Android. Mann! Es gibt im Moment für iPhone-Nutzer, aber Epic Games, also die Endspielentwickler, haben gesagt, dass Fortnite im Sommer rauskommen wird, also für Android. Mal gucken, ob es so wird. Ja, also ich habe es auch gehört letztens. Ja, habe ich gelesen, hat er gesagt, auf Twitter. Ach. Was war das gerade? Deutsch Local Experience Pack. Ach, dieses Windows 10 Update Zeug hier. Noch ein Versuch. So, jetzt noch ein Versuch. Ich schmeiß jetzt die Puppe ins Feuer. Ist mir egal. Das kriegen wir irgendwie jetzt hin. Ich hab Angst, ey. Noch ein Versuch. Das Ruckeln nervt mich tierisch. Das Geile ist, man kann auf verschiedenen Plattformen gemeinsam spielen. Genau, das macht schon tierisch Spaß, das ist wirklich so. Ich hab Angst. Genau, du kannst auf dem Handy spielen, das ist halt vorteilhaft für dich, weil du daran gewöhnt bist. Da könnte man theoretisch so zocken.
Das stimmt, das können wir machen. Du, weißt du was? Die Puppe, die Fleischwand kommt nicht. Ach, der Freund ist noch nicht mal eingezogen. Wie, der Freund ist noch nicht eingezogen? Der ist, hat er nicht da oben gelebt vorhin? Oh. Meine haben ihn doch getötet. Das stimmt. Ich dachte, der sei schon wieder da. Wie kriegen wir denn jetzt denn wieder? Och nein, weil wir keine freie Bude für den haben. Oh, hör auf, nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Wir haben kein Haus, in dem der wohnen kann, oder? Doch, da ganz unten, da muss doch da unten wohnen können. Nein, da ist doch die Frau eingezogen. Ja, aber... Warte, lass mich mal kurz gucken. Ich gucke, wie ist die eingezogen? Ja, aber da unten ist die Frau, ist die Frau eingezogen. Aber gucke doch mal. Wir haben doch... Warte mal, wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Die Wohnung? Wo ist unser Turm? Hier ist die Arena, da ist unser Riesenturm. Da unten ist doch die Wohnung frei. Hier unten, die Wohnung ist doch frei. Oder wohnt da jemand? Ach, das ist die Krankenschwester, wohnt da drinne. Och, jetzt müssen wir dem ersten eine Bude bauen. Nein, das darf nicht wahr sein. Weil die Tänzerin eingezogen ist. Oh, ich habe keinen Spiegel. Ich habe einen Spiegel. Mach rum. Mach rum. Wie machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir jetzt diesen Typen? Oh. Nehm meine Erinnerungsraum. Hab ich nicht. Gut. Warte, ich geb dir einen. Dann müssen wir das beim nächsten Mal machen, tatsächlich mit Fleischwand. Dann müssen wir jetzt nach oben gehen. Ich spring mich einfach um, ich töte mich jetzt einfach selber. Mit dem bisschen Silber, was ich einstecken habe, kein großes Ding. Ich spring jetzt ins Feuer, ich baue jetzt da oben eine Bude. Ja, jetzt find mal Feuer. Oh. Ja, komm, Feuerschleim, mach mich platt. Der Feuerschleim ist zu schwach dafür. Ja, was ist denn, Lucie? Du hast ja auch früher ein paar PC-Videos. Cool. Jason hat's geschrieben, der Guide ist noch nicht eingezogen. Jason hat's erkannt. Und ja, also alte Hexe schreibt gerade, was? Arc fürs Handy? Ja, es gibt Arc fürs Handy tatsächlich. Es gibt Arc fürs iPhone tatsächlich schon. Und der Cloud, da habe ich letztens gesehen, der hat bei Twitter, hat er geschrieben an die Entwickler, ob er, da hat er gefragt, ob er ein paar Videos zu dem Spiel veröffentlichen dürfte, weil er darf da Beta-Tests machen, aber die haben ihm dann gesagt, nee, darfst du nicht. Was kann ich für dich tun? Oh, Papi, warum musst du das machen? Ich musste. Cloud ist auch. Ja, du hast ja auch alles gegangen. Geiler Buddy, ne? Naja, wir sind alles geile Buddies. Wenn man YouTube macht, muss man irgendwie ein bisschen. Da muss man ein bisschen verrückter Typ sein, nützt alles nicht. Ganz dichte ist man da wahrscheinlich noch nicht. So, wir nehmen jetzt. Hast du mal mit Cloud gespielt? Ich habe mit Cloud mal Minecraft gespielt. Aber selbst. Und der Cloud, pass auf, Final Fantasy 7 habe ich ja eine Synchronisierungszeit gehabt, wo wir das zusammen ein paar Videos gemacht haben und die Leute haben gesprochen, was die Charaktere eigentlich zu lesen haben, ne? Und da haben wir tatsächlich, damals hat der Cloud für mich in der 7. Folge, ich weiß ja ganz genau, hat er einen Bahn, so eine Figur in der Bahn gesprochen. Bobby. Ja. Geil. Genug Höllenstein für die Höllenrüstung? Ich habe Höllenstein, warte. Aber ich habe etwas bemerkt bei Cloud, sein Kanal wächst irgendwie nie weiter. Naja, das gibt manchmal so eine Phasen. Er hat ungelogen seit 2 Jahren 30.000 Abonnenten. Nee, hat er. Nee, nicht seit 2 Jahren. Also die hat er vielleicht seit 6 Monaten. Der hatte ja vor, guck mal, als ich so 1.000 Abonnenten hatte, hatte er ja 3.000. Und da habe ich ihn so vergöttert, weil er so groß ist. Ja? Du hast 61. Boah. Und er hatte letztens 12.000, 13.000, als der Sari bei 5.000 war. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie der Cloud so rasend schnell auf die 30, 40, er ist mittlerweile bei 40, würde ich sagen, 1.000, hochgegangen ist. Tatsächlich, also. Ich schaue manchmal die Videos von Cloud an und bemerke immer, da steht immer 30.000 Abonnenten. Ah, lol, der okay. Hat 42.000? Ja. Ich bemerke ja gar nichts. Möglich. Selbst also. Ich kann dir ein Spiel empfehlen, das ist jetzt auch kostenlos für PS4-Nutzer, also wenn du PS Plus hast. Okay. Habe ich? Das heißt H1Z1. Oh, das habe ich schon gehört von. Ja, das ist einfach PUBG für PlayStation. Ah, okay.
Aber es ist. PUBG, also nicht Fortnite. Also das ist mir zu brutal, immer mit dem Auto überfahren und so. Aber vielleicht müssen wir da mal wirklich abends. Das ist kostenlos, sagst du, ja? Ja, also wenn du PS Plus hast, ja. Dann müssen wir mal abends gucken, auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal ganz schnell eine Wand bauen. Ich brauche eine Wand. Pass mal auf, ich brauche mal irgendeine Wand. Was für eine Wand können wir jetzt mal bauen? Benötigt nur 10 GB. 10? Das ist nicht ja. Dolle. 10 GB halt, 1000 MB. 10.000 MB. Ja, das ist nicht so schlimm. Da können wir mit arbeiten. Ja, oder ich hab halt keinen PS Plus und deswegen habe ich gelitten. Ist natürlich schade. Ist wirklich schade. Ja. So, jetzt gehen wir mal schnell. Ich will mal schnell hier das Haus bauen, damit hier der Guide wieder einsieht. Das ist ja herausragend, was bei uns hier läuft. Ey, Fleischwand, da müssen wir beim nächsten Stream machen. Da müssen wir spatzeln, nächstes Mal wieder einen Livestream machen, wo wir dann ja, quasi. Wir haben doch Wochenende, dann geht das doch morgen. Hast du gehört, was er gesagt hat? Es ist ja Wochenende, dann geht das doch morgen. So. Ich mein Herz kann auch dieser bauen als so. Nee, ich will das ja. Das muss die. Ich habe noch 13, das muss symmetrisch ein bisschen aussehen. So. Jetzt machen wir hier auch noch. Ein Fenster habe ich nicht. Jetzt haben wir noch Granitwand. Wo ist Granitwand? Hier. Die fällt dann gar nicht auf. Guck mal, ob sieht dann Ziege und Granitwand. Kriegen wir das hin? Du musst mal bitte. Holst du mal einen Tisch? Wir brauchen einen Tisch für den Mann hier. Okay, ich brauche unseren Tisch. Wurde natürlich ziemlich finster. Wir brauchen jetzt hier einen Tisch für den. Einen Tisch und einen Stuhl. Tisch und Stuhl ist zu null. Und jetzt bin ich. Ja? Mikrofonmenü. Ich bin da mal weg. Ich versuche da mal ein YouTube-Video zu machen. Okay, viel Spaß und viel Erfolg. Und hallo Sascha. Sascha Ebeling, guten Abend. Ja? Du hast ja mal PC-Videos gemacht, ne? Ja, wenig, das stimmt. Oh nein, ich hab keine. Also, ich nehme immer als Aufnahmeprogramm schon immer, und das werde ich auch weiter so machen, immer OBS, Open Broadcaster. Ja, das habe ich auch, aber die Sache ist, ich habe gerade nicht so einen guten PC und es gibt ja auch noch Programme, wo das wo Also, nee, also ich glaube, wenn dein Computer nicht sehr gut ist, dann ist das beste Programm OBS. Solltest du, weil, erkläre ich dir, ich glaube, jedes andere, Fraps und sowas, ich glaube, die strengen den Rechner noch mehr an. Also, wenn auf meinem blöden Laptop ja, der wirklich eine Katastrophe ist, das mit OBS wenigstens halber Wege geht, dann ist das... Papa, du stellst den Tisch hin, ich den Stuhl... Also mein Laptop ist Baujahr 2015 und ist von Acer und hat nicht viel drin. Trango. Meiner ist von 2008, mit dem ich gerade auch rede. Okay. Okay, Trango, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, ja? Vielleicht komme ich ja in 5 Minuten nochmal. Ja, mal gucken. Versuch mal dein Glück. Also du eventuell musst du das Spiel einfach ein bisschen leistungsschwächer machen. Kitschi. Ja. Ich weiß, deine Zuschauer hören mich wahrscheinlich gerade, ne? Die hören dich gerade. Ja, ja, wir hören dich jetzt alle gerade, ja. Ich möchte jetzt keine YouTube-Werbung machen, aber falls du Hilfe brauchst, dann würde ich den Kanal Recent empfehlen. Ja, Recent kenne ich. Ja, ja, Recent kenne ich doch schon. Ja, ja, Recent kenne ich schon. Ach so. Ja, ja, ja. Das ist. Und durch den habe ich auch den Endboss besiegt. Den Moonlord. Echt, tatsächlich? Ich habe bei Recent in letzter Zeit, der hat ja letzte Zeit, wie ich es gesehen habe, nur noch so Videos gemacht, wann welches Release ist, wann jetzt welches Spiel rauskommt und. Also hier, ob für die Playstation, ja, wann das kommt und so weiter. Genau. Du hast da ihre Sachen gemacht und dadurch habe ich auch herausgefunden, wie das Terrasklinge geht. Deswegen solltest du dir das Feuerschwert aufheben, dann die Grasklinge, dann ja. Das Schattenschwert, dann das weißt du wahrscheinlich schon, ne? Also, ja, also Murasama haben wir auf jeden Fall schon mal. Also, ich will jetzt ein paar Testvideos. Genau, ich wünsche dir viel. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie Terrarium aufnehmen zu können, flüssig. Das, ja, also das dazu musste aber die ganzen Partikel ausschalten. Also ich habe es auf dem Rechner nicht richtig hingekriegt. Das war der Hammer. Okay. Aber, ne, aber es geht. Aber es geht nicht wirklich gut. Ja.
ist halt das Blöde, ne? Ja. So, was war auf du. Littles, kannst du mir mal die Tür bitte holen? Wir haben noch eine Türe, ne? Ich habe in irgendeine Kiste die Tür reingemacht. Warte, ich gucke mal. Okay. Ja. Was habe ich? Du hast ja einen Steam-Account wahrscheinlich, ne? Ja, habe ich. Ich schicke dir mal ganz kurz einen Spiele-Link, wo richtig neu ist. Also das ist ein 2017er Spiel und es läuft auf meinem Computer, wo von 2008 ist, flüssig. Okay, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir könnten ja mal wieder bei irgendeinem Livestream Joyce Chamber spielen. Das wäre mal wieder eine geile... Wir könnten mal wieder bei irgendeinem Livestream Joyce Chamber spielen. Joyce Chamber, was ist das? Joyce Chamber ist ein Side-Scroller-Spiel, wo die Zuschauer, wo die Zuschauer festlegen, den Pilz kannst du weghauen. Die Schlüssel brauchst du, nimm die Pilze raus. Geil. Ja. Ich hab das gerade in YouTube geguckt, was kam raus? Ein Basketballspiel. Nee, bei Joyce... Basketballspiel. Bei Joyce Chamber ist es tatsächlich so, dass man da, also das, da entscheiden, da entscheiden jedenfalls die Zuschauer, was passiert. Und das finde ich ziemlich cool. Ach so, meinst du wie zum Beispiel, wie heißt nochmal? Wahrheit oder Pflicht und der Art, nur dass die entscheiden, was genommen wird. Ja, so kann man es wahrscheinlich sagen, ja.